Die RTL-Familie verliert einen ganz besonderen Menschen und lieben Kollegen, der uns allen viele wunderbare Fernsehmomente geschenkt hat. All unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie und den Angehörigen. Jan, wir werden dich nie vergessen, so Stefan Schmitter, Geschäftsführer von RTL News, kurz nach dem überraschenden Tod Hans, der 3 Kinder, 2 Mädchen und einen Jungen hinterlässt. Zwei davon hatte er mit Schauspielerin Alissa Jung, das Paar trennte sich jedoch bereits im Jahr 2006. Mit seiner neuen Lebenspartnerin Constanze Wendrich wurde er 2019 schließlich zum dritten Mal Papa, diesmal von einer Tochter. In einem Interview von 2016 mit dem Magazin entsprach der damals noch zweifache Vater stolz über seine Kinder, der Große war schon in TV-Produktionen zu sehen. Und meine Tochter spielt Theater und Geige. Und sie zeichnet ganz toll, dabei äußerte er sich der Vollblutpapa zu einem weiteren Herzenswunsch. Im Interview gestand er, ich wollte früher immer 4 Kinder haben. Das Schicksal kam ihm jedoch zuvor. Jan Hahn starb nur wenige Wochen vor dem Geburtstag seiner jüngsten Tochter, die am 23. Mai 2 Jahre alt wird. Es wird ihr erster Geburtstag ohne ihren Vater sein. Jan Hahn hätte noch 10 Jahre gehabt, laut Ärzten. Der Schock sitzt für viele immer noch sehr tief. Mit dem plötzlichen Tod von Jan Hahn hat keiner gerechnet. Seinen letzten Auftritt vor der Kamera für Guten Morgen Deutschland hatte er am 19. Februar. Danach wurde er krankgeschrieben. Dass ZuschauersternInnen ihn danach nie wiedersehen würden, dieser Gedanke kam sicherlich keinem. Soll der Moderator bereits vor einem Jahr die Krebsdiagnose erhalten haben. Warum er seine Krankheit bislang geheim hielt, kam ebenfalls nach seinem Tod an die Öffentlichkeit. Und nun auch die tragische Nachricht, laut Ärzten sollte Jan Hahn eigentlich noch 10 Jahre gehabt haben. Doch dann kam alles anders, er konnte sich seinen Herzenswunsch nicht erfüllen. Eine weitere Nachricht, die leider erst nach seinem Tod mehr Aufmerksamkeit bekam, Jan Hahn hatte noch etwas Großes geplant. Neben seinem Job als Moderator hatte der 47-Jährige noch eine weitere Leidenschaft. Er hat sich in seiner Freizeit mit Musik beschäftigt und wollte bald Songs herausbringen. Sogar einen Instagram-Account hatte er dafür Anfang des Jahres gegründet. Unter einem seiner Posts schrieb er, es wird neue Musik kommen. Leider konnte er sich diesen Traum nicht mehr erfüllen.